Und damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir begeben uns direkt auf den Weg zu... Ja, das ist ja keine Hütte, der Aufgabe da hinten. Warum ist denn meine Maus so lang? Warte mal. Ich glaube, das liegt daran, weil wir in der Außenansicht des Fahrzeugs sind. Kann das? Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt aber schon so lange gedrückt, dass was passieren sollte. Eine Güte, ey. Wir machen die vorerst letzte Aufgabe hier oben im Bereich. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob hier nicht irgendwo... Pass auf, Select nicht direkt eine Dingens ist. Das ist ganz seltsam. Aha. Sieht buggy aus, gut. Aber wenn ich das so beurteile... Ja, wir begeben uns direkt zu der Aufgabe, die wir hier noch haben, vom letzten... Mal. Haftbefehl erlassen, weil ich ihn angefahren habe? Ich bitte dich, der war ja nicht mal tot. Lächerlich. Ja, jetzt kann ich ja natürlich nicht schnell reisen. Jetzt sind hier alle 5 Meter ein Schnellreisepunkt. Natürlich ist das so. Junge, Junge, Junge. Komm mal weg, den Stern, bitte. Bitte. Ich muss sagen, ich finde die Anzeige des Sterns irgendwie nicht so cool. Das GTA damals schon echt gut gelöst gehabt. Ich weiß gar nicht, ab welchem Teil die gut gelöst war, weil GTA. Ich weiß, dass die in San Andreas schon richtig gut gelöst war. Und ich meine auch in den vorherigen Teilen. Max Jones braucht deine Hilfe. Das sieht er anders, aber wenn du den sturen Esel nicht zuerst erreichst, ist er so gut wie tot. Max ist Journalist und ein guter Freund von mir. Ich will, dass du ihn zu mir schickst. Wenn er sich weigert, kannst du ihn zwingen. Wie gesagt, er ist stur. Details anbei. Okay. Night City mag keine Leute, die gerne in Hundesnester herumstochern. Und Max Jones, nun sagen wir, er stochert am liebsten gleich in mehreren auf einmal. Und zwar so heftig, dass jetzt jemand die Schnauze voll hat und ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Mir wäre aber daran gelegen, dass er am Leben bleibt. Max Jones ist ein alter Freund aus meinen Anfangstagen. Wir haben mal gemeinsam ein Vidcast über unabhängige Farmer geschrieben, die von Biotechniker-Drohnen verjagt wurden. Ach, das war noch Zeit. Heute geht Max nicht mehr ans Telefon, wenn ich ihn anrufe. Ziemlich sturer Bastard, aber ich hänge an ihm und befürchte, dass er langsam aber sicher komplett den Verstand verliert. Er meint vielleicht, er kommt gut allein klar, aber das glauben alle jungen Idioten. Halten sich für unantastbar. Mach ihm klar, dass er Vernunft annehmen muss, okay? Ich schicke die Koordinaten zu seinem Versteck. Wenn ich ihn finden konnte, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Gegenseite es tut. Okay. Guten Tag. Wir verlinken uns erstmal kurz. Auftrag Pressefreiheit. BD1C1CE91C55. BD1C1CE91C55 wäre genau ausreichend. BD1C1C. Das geht schon mal nicht. BD1C1CE955. Ah ne, wir brauchen aber E91C55. BD1C1C. Nee, 1C1C. BD1C1C E91C55. So. Okay. Slaughterhouse. Gönnung. Nehmen wir natürlich alles mit. 55 E9. Wir kriegen keine zwei Sachen, sehe ich das richtig? Also klar, wir könnten die beiden holen, aber ich glaube, die beiden ist immer noch weniger als das da. Von daher. Kann ich machen BD55 BD55 55 E9? Ich kann nicht mit BD anfangen, also mache ich 55 55 55 E9. 55 55 55. Geht nicht? 55 55. Nee, okay. 55 55 55 E9. So. Achso, den wollte ich noch benutzen. Mitwirkende Abspann.
Okay, und Archiv. Es ist 19 Uhr am 6. Juni 2070. Mein Name ist Neil Bly. Hier sind die Nachrichten von World News Service. Die Topmeldung heute: weitere Kriegstodesfälle nach dem flächendeckenden Bombenanschlag auf Sacramento gestern Abend. Die UdSSR haben Night City humanitäre Hilfe zugesagt, wobei unabhängige Beobachter behaupten, dass es sich, ich zitiere, keineswegs um humanitäre Hilfe, sondern um reine Waffenladung handelt. Der Freistaat Texas hat offiziell die Grenze für Flüchtlinge aus Night City geschlossen. Es ist 19 Uhr am 24. Oktober 2074. Mein Name ist Neil Bly. Hier sind die Nachrichten von World News Service. Die Topmeldung heute: bei einem Cyberpsycho-Angriff in Kabuki kamen 3 Menschen ums Leben. Bei einem Erdbeben in Italien starben etwa 98 Menschen. Präsident Myers hat angeboten, Night City mit Militärstreitkräften beizustehen. Allerdings wurden ihre Worte von Night Citys Police Commissioner scharf kritisiert. Okay, irgendwie was. Wir haben 77, ne? Also haben wir irgendwas von 70 und von 74. Also alte Sachen erstmal. Okay, warum auch immer hier Kameras drin sind, die ein Problem für uns sein sollten. Bin mir nicht sicher, aber ich hab's mal ausgemacht. Gut, dann wollen wir mal weitergehen. Das kostet natürlich auch gleich mal richtig viel. Das ist eine Kamera oder was ist das? Lautsprecher. Das ist die Kamera, ne? Genau. Die Kameras sind aus. Halt mal kurz einmal. Ja, halbe Buch, ne? Tun so, als ob sie sich um Veteranen kümmern wollen. 55E91C1C55. Okay. 55E9 kriege ich kein 1C hin. Also kann ich nicht mit 55 starten. Das ist ja scheiße, Alter. 55E9 geht nicht. 55E91C55. Also 55E91C1C55. Ja, ich sehe das Problem immer noch nicht. Ich pull den ganzen Bubs natürlich erstmal nach oben. Jetzt wollte ich mich pingen hier, ob wir hier irgendwas drin sehen. Ah, guck mal, da steht zum Beispiel einer. Besser gesagt, ein Geschütz ist da. Wenn die alle uns gehören, kann das ja schon mal nicht schlecht sein, ne? Ich habe keine 10. Das ist schlecht. Okay, das sieht mich hier nicht. Dann sammle ich jetzt mal den Bums auf. Ja, halbe Buch, ne? Hör ich mir natürlich nicht erstmal an. Oder lese ich nicht erstmal. Guten Tag. Musst du nur kurz warten, bis ich das auch umpolen kann, natürlich. Gar nicht mal so cool am Rudi. Klingt nicht nach Funny. Uns alles genommen und uns dann ausrangiert wie viel? Also ich baue das jetzt übrigens alles um, weil ich denke, dass wir früher oder später hier approached werden.
Und ich mir denke so, ja, dann kann ja ein bisschen Hilfe nicht schaden, ne? Also je mehr Bums wir haben, desto besser sind wir aufgestellt, nicht? Ja, ISC. Halbe Buch, Bruder. Privat würde ich mir das wahrscheinlich sogar durchlesen. Aber jetzt für eine Aufnahme ist es halt echt nicht so cool. Ich speichere mal, da hat gerade irgendwer einen Motor angemacht, mich anmerken. Guten Tag. Schick dich ein Konzern? Antwort oder ich schieße. Nein. Regina. Oh. Ist die geladen? Hast du gerade zweimal geschossen, der Affe? Eine Selbstmorddrohung? Dachte, du sollst mich für einen Konzern mundtot machen. Dann wärst du so oder so gestorben. Aber es wäre meine Entscheidung gewesen. Diese Schweine kontrollieren alles, aber ich entscheide für mich. Das kannst du Regina ausrichten. Ich gebe nicht auf, anders als sie. Ja, nur hat sie nicht aufgegeben. Hab das Interview auf dem Weg hoch gehört. Ich habe mit dem Senden angefangen, sobald ich dich gesehen habe. Du kannst mich nicht gesehen haben. Ich war noch nicht fertig, noch nicht ganz. Aber so hören die Leute wenigstens die Wahrheit. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt ein Kopfgeld auf dich. Mhm. Ja, mir ist es auch scheißegal. Aber Regina will dir helfen. Mir helfen? Die braucht doch Selbsthilfe. Die verpasse ich hier, ja. Beste Journalistin, die ich kannte. Meine Mentorin. Und jetzt? Die hat sich verkauft. Aber ich lass mich nicht kaufen. Ich nicht. Ich verstehe nicht ganz seinen Punkt, muss ich zugeben. Ja, halbe Buch. Brauchst du immer so lange, um dich zu entscheiden? Ich brauche gar nicht, um mich zu entscheiden, Bruder. Also ich habe mich entschieden, ich nehme dich mit. Ob du möchtest oder nicht, ist mir eigentlich wirklich egal. Regina war deine Mentorin? Nicht nur meine. Sie war die beste Kriegsreporterin in Night City. Aber dann ist sie Fixer geworden. Wie schon gesagt, hat sich verkauft. Was genau hat das mit Verkauf zu tun? Früher war das anders. Da hat man Journalisten noch zugehört. Wir haben diese dreckigen Geschäfte immer Schritt für Schritt verfolgt. Und jetzt? Jetzt kannst du beweisen, dass Holt Geld von Arasaka nimmt und keinen juckt. Warum hast du die Reportage über die Veteranen gemacht, wenn dich alles ankotzt? Damit Leute darüber nachdenken und Fragen stellen. So wie du jetzt. Vielleicht wird aus dem Körnchen Unwohlsein echter Widerstand. Man muss es zumindest versuchen. Komm schon, gehen wir. Wenn du verreckst wie der Penner da, hilft das auch nichts. Doch wegrennen verändert nichts. Ich brauche deine Hilfe nicht. Echt? Nur um Regina eins auszuwischen? Hast du ihr was zu beweisen? Red keinen Scheiß. Okay, langsam langweilst du mich. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Doch, tust du. Versuch's ruhig. Dir ist die Wahrheit doch angeblich so wichtig, oder? Wenn du wissen willst, wie Regina jetzt ist, was sie macht, dann red halt mit ihr. Mhm. Es würde ihr echt eine Menge bedeuten. Max? Ich rede mit dir. Doch mehr nicht. Mehr will ich gar nicht. Also mir ist eigentlich auch egal, ob du mit ihr redest oder nicht. Ich muss nur noch was runterladen. Okay. Das hättest du auch schon vorher machen können. Ja, halbe Buch. Ich hab versehentlich doppelt getippt. Wagen wartet auf dich. Okay, cool.
Können wir jetzt los, Brudi? Crusher. Nice. Was finde ich denn hier noch? Weil ich möchte mich ja schon ein bisschen umgucken hier, ne? Also wir hätten auch einfach den leichten Weg nehmen können, um hier ranzukommen, schätze ich mal. Oh, oder die Tür wäre von außen verschlossen gewesen. Wahrscheinlich wäre die Tür von außen verschlossen gewesen. Aber das war jetzt auf jeden Fall der einfachste Weg raus. Steht einfach einer. Komm. Bup. Ein Fahrer? Was denn noch? Champagner? Synthi-Zigarren? Wir haben's eilig. Na los! Mach's gut, Max. Ja, du auch. Wird das heute noch was, oder? Meine Güte, ey. Nicht so übermäßig sicher, so, oder? Ne? Gut, Gebiet verlassen. Danke für die Hilfe. Bin echt froh, dass du den Sturmbock überzeugen konntest. Jetzt bin ich dran. Auftrag erledigt. War jetzt nicht so sonderlich schwer, Alter. Wie viel kriege ich? Hol dir deine Belohnung. Danke, dass du bei dieser Sache so viel Mühe gegeben hast. Dafür gibt es einen kleinen Bonus. Kannst du dir den Übergabeort abholen? Okay. Ich habe mir eigentlich gar nicht mehr so viel Mühe gegeben. Ich habe einfach nur gemacht, was das Spiel von mir erwartet hat. Natürlich ist jetzt Belohnung abholen. Ja. 7,5, Alter. 7,6 sogar. Gut, wir gucken mal kurz nach, ob ich noch 76 mehr. Ja, komm, halt mal. 76 mal 5 ist halt aber schlechter als meine. Ich schieße einfach nur schneller. Habe ich schon neue Klamotten? Ja, aber. Ich glaube. Ah, ne, sogar ein neues Röckchen. Das stärker ist. Gut, dann verkaufe ich jetzt mal nebenbei. Jetzt natürlich eher verkaufen, logisch. Zack. Dann können wir weiter, würde ich sagen. Und ich glaube, wir machen heute noch. Ich habe hier nichts mit dem Gebiet. Das ist schon mal sehr schön. Ich habe aber in dem gesamten Gebiet nichts mehr. Regina haben wir noch 4 Aufträge. Dann sind wir mit ihr durch. Das hier ist als Gefahr sehr hoch, obwohl es halt direkt um die Ecke ist, ne? Verstehe nicht. Wir können den da machen. Ich habe halt nichts in der Nähe. Also einmal umdrehen und nach rechts, glaube ich, müsste es sein. 1300, Alter. Tiger Claws? Oder was seid ihr? Maelstrom. Keine Ahnung, ich bin. Fotze. Weißt du was, wie? Du bist die beste Söldnerin, die man in Night City anheuern kann. Weiter so, dann hast du bald die ganze Stadt um den Finger gewickelt. Neue Aufträge kommen auf dich zu. Danke. Aber dass ich die beste Söldnerin bin, ist ja jetzt nichts Neues, ne? Also. Hallo? Danke. So, alles in Ordnung bei dir? Hier ist so keiner drin. Ist hier abgehauen? Naja, dann räume ich mal eben aus den Laden hier. Ist mir auch egal, ich wollte eigentlich nur die Maelstroms wegmachen. Gut, dann machen wir. Okay, da rein auf den tut weh. Achso, aber nur der Initialkontakt tut weh. Gutes Spiel. Gut, ich würde sagen, da machen wir heute nichts mehr. Haben einen neuen Auftrag hier oben und ein paar da unten. Nice. Das heißt, wir könnten die erstmal machen. SOS Söldner gesucht. Ich würde sagen, das gucken wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.